Hallo Alex, ich grüße dich. Ich habe hier auf dem Tisch deinen Forsa stehen und bevor ich das Heck abbaue, um ihn zu verschicken, habe ich noch ein paar Sachen für dich, die dich mit Sicherheit interessieren, weil ich ihn dir ja nicht persönlich übergeben kann. Habe ich hier noch einige Sachen, die du dann viel, viel leichter verstehst, ohne dass du hier den Kabelbaum auseinanderpflücken musst. Dann fange ich an mit dem Serviceanschluss. Ups. Von dem Kasselregler, den habe ich hier einfach unterbrochen mit einem Stecker. Wenn du ihn neu programmieren möchtest, dann brauchst du hier nicht alles auseinanderpflücken bei dem V-Stabi, sondern gehst einfach hier ran und kannst den Kasselregler neu programmieren. Das gleiche gilt für das Kassel BEC, was hier unten drin sitzt. Habe ich einen Service-Stecker hier oben angebracht. Der hier. Falls du andere Servos einbaust, sonst irgendwas, keine Ahnung, kannst du da nochmal überprüfen, okay, auf wie viel Volt ist denn der überhaupt eingestellt, das BEC. Der Regler ist natürlich programmiert als Steller, weil er ja verbunden ist mit dem V-Stabi hier hinten. Warte, wo ist mein Kuli? Hier und so, und das siehst du natürlich hier. Ich schließe mal kurz an. Das siehst du natürlich hier in dem Programm, was ich dir gezeigt habe, wo man das runterladen kann. Im Setup gehe ich mal rein und hier im Regler. Dass es hier reingeht, dass er hier die Regelung übernimmt von dem Motor und dass der Kassel-Regler nur noch als Steller seinen Auftrag hat. Okay, wieder rausgehen, zack. Stecker wieder. Also man kommt überall ganz locker ran, wie du siehst. Was habe ich noch? Ja, ich habe 5000er Lipos rein, bin ich geflogen, also zwei 5000er. Da kommt es mit dem Schwerpunkt nicht ganz hin. Und deswegen habe ich hier vorne in der Haube, es ist, mein Handy macht das jetzt nicht scharf, das ist sehr schade. Aber du siehst es ja. Ich glaube, ein 40er oder 60 Gramm Blei reingeklebt. Das kannst du wieder rausnehmen, wenn du möchtest, falls es notwendig ist und du andere Lipos verwendest. Ich konnte die Lipos nicht hier ganz nach vorne schieben, dann hätte die Haube wieder nicht mehr gepasst. Also kam ich nicht drum rum, da vorne nochmal ein bisschen Blei reinzukleben. Was du für Lipos nimmst, entzieht sich meiner Kenntnis, weiß ich nicht. Du kannst es ja rausnehmen oder vielleicht hast du die gleichen Lipos wie ich und dann lässt es halt drin. Die zusätzliche Öffnung hier, das hier oben ist die Originale. Wo ist er da? Das ist die Originale. Und die habe ich noch reingefräst für den Regler, damit er noch mehr Kühlung bekommt, was aber nicht notwendig war. Ist eigentlich immer recht kalt geblieben. Für die Graupner-Servos habe ich hier hinten natürlich noch, ups, einen Kondensator, das runde Teil hier. Der hier. Für die Rückströme. Die Graupner-Servos geben gerne mal Rückströme ab. Und dafür ist der Kondensator gut. Und der Rest, denke ich mal, erklärt sich dann von selber. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem wunderschönen 700er Forsa. Ich baue jetzt das Heck ab. Dann wird er schön verpackt in dem Karton, der da ganz hinten steht. Da hinten steht er mit dem roten Streifen. Und dann gebe ich dir noch die Sendungsnummer und dann wünsche ich dir viel Spaß. Falls du Fragen hast, ruf mich an oder schick mir eine WhatsApp. Tschüss.